Monsterpunkte suche. Ich suche jetzt mal permanent jetzt mal hier, wo ich jetzt diesen Monsterspawner gefunden habe. Ich suche den jetzt mal. Ich will wissen, wo der ist. Man hat sich schon wieder so verrannt hier. Man verläuft sich ja richtig, richtig schnell. Es wäre schön, wenn ich den jetzt endlich mal wiederfinden würde. Habe ich mich wirklich so verrannt? Ich kann es kaum glauben. Die haben wir zugemacht. Wenn es so spannend ist, kann ich überhaupt nicht. Von wo sind wir jetzt gekommen? Was ist denn da drüben los? Wo kommen wir denn hier raus? Achso, da kommen wir hier runter. Na gut, den Gang müssen wir uns doch behalten, ja? Anders geht das nicht. Also da müssten wir jetzt ja in die Richtung laufen, weil nach hier geht es ja jetzt nicht mehr. Hier ist ja zu. Müssen wir in die Richtung. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Und hier gibt es sogar noch Kohle. Somit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, meine Lieben. Mein Name ist der WHLP und wir machen hier ganz normal weiter bei einem kleinen, aber auch feinen Neuanfang hier in dieser Minecraft-Welt, die ihr hier gerade seht, in der wir uns jetzt gerade befinden, nachdem wir in der letzten Folge, in der Jubiläumsfolge 300, zum Schluss, nachdem wir in der Mine alles Mögliche gesammelt haben und alles Mögliche gefunden haben und auch sehr viel in unserem Inventar hatten, sprich Schienen, Spinnenweben und alles, was dazugehört, das haben wir alles verloren. Ja, darum ist unten das Inventar auch alles leer, wie wir hier unten sehen können. Also hier, ne, wenn ich mal das bloß anzeigen darf hier. So. Und somit, meine Lieben, wenn wir uns jetzt gerade hier befinden, das ist jetzt gerade mal so ein bisschen vorgeplänkelt jetzt gerade. Ich muss dazu sagen, ich werde das alles jetzt nochmal niegelnagelneu starten. Das bedeutet also, dass wir hier von Null beginnen. Ja, ich wollte wirklich, ich habe es auch schon in einigen Folgen angesprochen gehabt, ich wollte dieses Spiel komplett beenden. Ich war so unten drunter durch, voll der Versprecher gerade, es tut mir voll leid, ich habe schon meinen Fussel im Maul hier. So, und zwar, ich wollte dieses Spiel komplett beenden. Ich wollte das alles komplett niederlegen, ich wollte gar nichts mehr machen hier. Weil ich so niedergeschlagen war, nach dem Fall in die Lava in dem Spiel hier, ne. Ich wollte alles aufgeben, ich wollte nichts mehr machen, ich wollte nichts mehr von diesem Spiel wissen. Aber wir machen jetzt hier, wie gesagt, wie ich angekündigt habe, wir machen hier einen Neuanfang. Indem wir hier von Null beginnen. Und ich schaue jetzt einfach mal, was wir jetzt hier unten noch so alles haben. Weil wir müssen uns erstmal ein paar kleine Werkzeuge bauen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir natürlich erstmal nichts drin. Das ist schon mal hervorragend. Weil es wäre wirklich, wirklich, wirklich schade, wenn wir diese Welt einfach ohne Grund beenden würden und nichts mehr hier machen würden. Wie gesagt, ich wollte alles niederlegen, ich wollte alles beenden, ich wollte nichts mehr machen hier. Darum auch dieses emotionale Outro, was ihr im letzten Video in Folge 300 in der dritten Staffel gesehen habt. Ja, und dieses Video ist der Beginn der vierten Staffel, Folge 301. So,
Da würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt mal ein bisschen Werkzeug bauen. Und ganz normal und einfach beginnen. Und es fängt schon ja mal gut an mit dem ganzen Gesuche. Ja. Ich bin selber gerade überrascht, dass ich jetzt überhaupt wieder was aufnehme. Na? Das ist phänomenal jetzt gerade. Was nicht erwartet wurde, wird jetzt gerade Wirklichkeit. So, jetzt wollen wir uns erstmal ein paar Stöcke hier anfertigen. Und werden uns mal ein bisschen Werkzeug bauen. Ich brauche jetzt erstmal ganz paar Stöcke jetzt erstmal hier. Weil die kommen nämlich dann gleich in die kleine Truhe hier rein, die ich hier gleich habe. Vielleicht muss ich auch ein bisschen leiser reden, ein bisschen ruhiger reden oder so. Man weiß es ja manchmal nicht, ne? Jetzt machen wir uns erstmal hier 3 von den Spitzhacken. 3 von den Schaufeln. Und 3 von den Äxten. Und somit haben wir jetzt eine kleine Grundlage, indem wir hier jetzt weitermachen können. So, das Eisen. Da kann ich mir gleich mal noch ein paar Schuhe basteln. War das so? Genau so war das. Weil ich muss mir ja erstmal alles wieder... Ich muss mir erstmal alles wieder hier im Reinen bringen, so gesagt. So, was haben wir denn hier? Reicht das überhaupt noch? Nee, das reicht gar nicht mehr, ne? Oh doch, das reicht. Das reicht ja noch. Also, aber zu der Hose reicht es nicht mehr. Das ist natürlich schade. Ich muss mal gucken, ob ich hier in Öfen hier noch irgendwo was hab. Aber ich glaube, ja. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Das trifft sich ja schon mal gut. Gut, in den anderen haben wir jetzt überhaupt nichts mehr. Dann ist es eben so. Die Playlist, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge auch angerichtet gehabt. Die habe ich auch ein bisschen verändert. Habe mal ein bisschen was Neues mit reingesappt, so gesagt. So, man kann es doch eigentlich so machen. Das ist eigentlich viel einfacher. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch noch so viele Projekte, eigentlich, die ich jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt jetzt hinschmeißen wollte. Das wäre mega, mega schade. So, jetzt werde ich erstmal meine Rüstung wieder hier. Und ja, guck mal ganz kurz, wir haben noch 6 Stück hier von... Na gut, Schwert und sowas brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen erstmal rucki-zucki hier einen kleinen Anfang und... Ja. Hier sind unsere Kühe. Die freuen sich, dass ich wieder da bin. Und ich würde sagen, dass wir ganz locker und easy hier ein bisschen weitermachen. Wie war's denn hier hinten mit Bäume abtragen oder hier den Berg hier abtragen? Es gibt noch so viele Dinge, die wir hier zu tun haben. Und ja, und ich möchte dieses Let's Play bzw. diese Staffel jetzt einfach beginnen mit dem Baum hier. Und somit ist es die Eröffnung zu neuen Welten, zu neuen Zeiten und zu neuen Erfahrungen und neuen Entdeckungen, ne? Wie gesagt, es wäre wirklich schade gewesen, alles hinzuschmeißen, die ganzen Projekte hier niederzulegen. Man sollte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, nur weil man in die Lava gefallen ist. Na gut, ich muss ehrlich dazu sagen, weil wir haben sehr viel verloren. Wir haben wirklich sehr, sehr viel verloren. Aber wir müssen eben gucken, dass es jetzt irgendwie weitergeht. Kann sein, dass ich jetzt auch eine ziemlich kurze Folge jetzt war. Ging vielleicht ein bisschen leise, das Mikro ist so weit weg gerade. Ja, Umbauten im Büro waren auch wieder mal gewesen, so nebenbei mal gesagt. Man hat sich wieder mal ein bisschen vergrößert, verändert, sage ich jetzt mal. Und wir gehen jetzt mal in diese ominöse Höhle hier, beziehungsweise in die Mine, wo wir ja alles verloren haben. Was mich wiederum nicht so freut. Aber wir machen jetzt irgendwie das Beste draus, ohne dass wir erneut irgendwo nach unten fallen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier ein kleines System, bevor wir uns wieder verlaufen. Aber das machen wir jetzt gleich... Oh, Lava.
Aber das machen wir jetzt gleich in der nächsten Folge und dann geht's richtig los, meine Lieben. Weil, ja, ich würde erstmal hier anfangen. Tragen wir uns hier so ein bisschen Stein ab. Wenn wir noch ein bisschen was haben für die Höhen zumachen hier, ne? Damit wir uns nicht allzu viel verlaufen. Sonst ist alles beim Alten geblieben. Bloß die Musik ein bisschen verändert. Die Stimmung, naja, je nachdem, wie man es nimmt. Und ich grabe es einfach mal ein bisschen ja weiter, bis die Folge vorbei ist. Und dann geht es sofort mit der nächsten weiter. Bis dann erstmal.